Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Ship Graveyard Simulator 2. Und es gab viele Tipps, unter anderem der Tipp von euch, ich soll doch die Nacht deaktivieren, wenn die Sonne ganz oben steht. Und das haben wir gemacht. Das kann man hier übrigens machen. Hier im Spielverlauf kann man hier die Nacht deaktivieren und aktivieren. Und wenn man die zur richtigen Zeit deaktiviert, bleibt die Sonne genau dort stehen, wo sie auch stehen soll. Nämlich, ja, zur Mittagsstunde. Und das habe ich gemacht. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich hier die bessere Ausleuchtung. Ja, was wir heute machen, weiß ich noch gar nicht so richtig. Wir haben ja in der letzten Folge die Spitze abgehackt hier von dem Schiff, damit wir hier einfach besser rankommen in Zukunft. Und eigentlich könnte ich doch schon mal die Dinger hier durchlöten. Und da kann ich gleich mal gucken. Ich habe ja noch, ich habe nicht genug Material für ein Upgrade. Nee, da muss man das wohl auf die gute alte Art und Weise, ja, durchlöten. Es nützt ja nichts. Leute, wir fangen an. So. Es kann sich wie immer nur um Stunden und Tage handeln. Weil da sind ja einige Streben hier. Und das ist so ein Zwang, dass man die durchmachen muss, weil die fallen irgendwie nicht von alleine ab. Schlong. Ist das irgendwie heller geworden, das Spiel? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist heller geworden. Oder vielleicht liegt es einfach nur an der Sonne. Weil ihr habt ja gesagt, ich soll die da stehen lassen. Dass das besser ist. Das ist auch besser, glaube ich. Da haben wir eigentlich immer genug Licht. Oh, für den ganzen Quatsch hier. Kann man das schon runterknallen lassen? Ah, schön. Ne, wir werden das trotzdem hier mal weiter. Wo haben wir es denn? Ah, war noch einer. Und zwei und drei und vier und fünf. Und danke auch für den Hinweis mit den Kisten, dass man die doch möglichst immer voll machen soll. Weil sonst hat man nachher zu viel zu sortieren. Und das ist natürlich, ne, das ist eine langwierige Sache. Wegen die Händchen immer voll machen. Und dann erst abwerfen. Macht ja auch Sinn. Habt ihr natürlich recht. So, falls es hier mal rumpelt im Hintergrund. Ich habe eine Fliege hier drin. Und zwei Katzen. Und das ist dann, na, gefährlich. Jetzt ist sie bei mir, die Fliege. Ich hoffe, die Katze bleibt da, wo sie ist. Ah. Cool. Lass mal fallen. Sehr cool. So, da hinten haben wir noch zwei, ne? Ja. Ja, und hier drin steht ja noch eine Palette drin. Und ich glaube, da ist das Gold drin für den Mann, der das hier gern haben möchte. Der verdächtige Kerl. Und hochlegierten Stahl. Ich meine, den kriegt man ja so nebenbei. Ne? Den kriegst du ja nebenbei irgendwo mit eingesammelt. Das geht gut von der Hand hier. La 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 la. Na, komm. Und die Anzeige bei den Werkzeug-Upgrades, die kosten, das soll wohl um eine Kommastelle verbuggt sein, deswegen haut es nicht ganz so hin. So, ich würde sagen, wir knabbern uns einfach irgendwie durch, oder? Komm, wir hauen mal hier ein bisschen rum heute. Da. Der Hammer ist gut. Ist voll der Hammer. Der Hammer ist der Hammer. Boah, das kann ja sicher wieder nur um Tare handeln. Komm. Das sind schon ein paar Teile. Aber wir entnieten das mal. Dann flexen wir hier vorne. Dann schneiden wir die Dinger hier vorne durch. Dass wir die schon mal weg haben. Das ist ja ein großes, großes Schiffchen hier, Leute. Die ist nochmal ein Stück größer wie die andere, die wir vorher hatten. Die Chilling Turtle. Das ist die Tuna Colada, falls ihr die Folge seht. Und vorher die anderen nicht gesehen habt. Die hatte da vorne noch eine Riesenspitze.
die Hammer aber weggeknallt. Weil sonst hätten wir jedes Mal hier hochkrabbeln müssen, um Kisten rauszuschmeißen. Und das ist ja, ne, das war extrem nervig. So. Huch. Ich mal Lämpchen aus. Ja, oh. Das ist besser für die Augen. Ich dachte schon, was ist denn hier los? Sag mal, bin ich irgendwie lichtempfindlich geworden? Habe ich Migräne oder was? So. Da siehst du. Schon wieder ein Stück weiter. Na da. Lalala. So, schlung, schlung, schlung. Ein tolles Geräusch. Ja, das nächste Upgrade wird das Lämpchen werden hier. Gut, da ist noch einer in der Mitte. Ja, es gab erst vor kurzem wieder ein kleines Update. Da habe ich aber gar nicht gelesen, was da drin ist. Aber vermutlich wieder nur ganz viele Bugfixes. Ich hätte gefixt und verbuggt und gefixt und wieder... Ja, ihr wisst Bescheid. Aber das ist immer das Schöne, ne, dass das Spiel nicht einfach rausgeworfen wird, sondern da wird sich auch drum gekümmert. Da gibt es immer wieder schöne Dinge. Schöne Fehlerbehebung, so muss das sein. Ne? Die Menschen wollen ja auch ein bisschen Spaß haben an so einem Spiel. Ne? Weiß gar nicht, was das aktuell kostet. Ich habe es ja vom Entwickler bekommen. Oh, das klang gut. Aber der Rechner hat trotzdem ganz schön zu tun, obwohl es jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel ist, ist da unten ganz schön was los unterm Schreibtisch. Ich habe ein luftgekühltes System für alle, die es interessiert. Das wird im Sommer, ist das richtig cool, ne? Im Winter noch besser, brauchst du keine Heizung aufdrehen in der Wohnung, alles gut. Spart ja auch wieder Heizkosten, ne? Da wird's muggelig warm in der Wohnung. So. Junge, Junge. Komm, wir hacken weiter hier. Bitte hier alles mit einem Wutsch wegbrechen. Aber das ist schon Fläche hier, ne? Da kannst du Fußball spielen hier oben. Bei Windstärke 12. So, ach, hier hat man ja auch schon alles durchgesammelt. So, dann schauen wir mal, wie wir dann jetzt... Da unten war doch, glaube ich, die Palette, ne? Die muss irgendwo unter uns sein. Die zumindest erstmal bergen für die Aufträge, dass wir die alle durch haben. Damit wir uns dann bei der Sortierstation keine Sorgen mehr machen müssen, sondern gleich direkt alles durchmachen können. Ist das gerade dunkel oder steht die Sonne einfach doof? Die steht doof. Okay. Hätte mich schon gewundert. Oh? Wir nieten uns die Seele krumm. Das ist wirklich viel. So. Lämpchen. Mal gucken, was so ein Lämpchen-Upgrade kostet. Ob ich das schon gekauft habe. Kann es mir nicht vorstellen. Oder warte mal kurz, bis das hier durch ist.
Wir wollen ja richtig effektiv, ne? Effektiv hier. Wie, welche Stufe hat denn das Ding? Das hat ja Stufe 2, ne? Das ist ja gar nichts. Aber ich glaube, zum Upgraden fehlt mir irgendwas Flüssigkeitsmäßiges, habe ich schon gesehen. Nein, ja, nix. Ah, es ist doch atmosphärisch. Ich habe nicht meine Schweißerbrille auf. Ich habe wieder so einen Punkt in den Augen. Wenn ihr so ein bisschen hin und her macht. Geht auch, ne? Geht auch. Die beiden noch, dann rennen wir mal kurz rüber. Mich wird's schon interessieren. Man könnte es ja auch sprengen, ne? Das wäre natürlich auch cool. So, gehen wir mal kurz rüber. Und vielleicht habe ich das Upgrade ja schon gekauft. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Erwin, moin. Hier. Habe ich schon gekauft. Aber mir fehlt Ausrüstung und Flüssigkeiten. Okay. Okay, mein Freund. Mach weiter. Lass dich nicht stören. Da können wir doch direkt mal loslegen hier unten. Oh, wir haben schon alles weggeknallt hier. Oh, komm ich hier hoch? Oh, aber gerade so. So, komm. Legen wir los hier. Ist da noch mehr? Jo, 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 jo. Das ist echt ein Riesenteil. Das ist ein wirkliches Monster. Lululu, lululu. Das Schöne ist, man muss nicht immer so richtig nah ran. Ne? Man kann auch von weitem ein bisschen. So, dann holen wir erstmal ein paar Materialien hier jetzt endlich mal wieder. Komm her. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Komm. Okay, hier. Dann hauen wir mal dagegen. Lutsch. Holla. Holla, holla, holla. Das ging schnell. Schneller als gedacht. Ich trage zu viel. Entschuldigung. Oh. Das war natürlich nischt. Das üben wir nochmal in Ruhe. Komm. Ja, ja, ja. Das kann. Money. Money in the Tash. Dann gehen wir mal so schnell durch. Lalalala. Gib's mir doch einfach. Gib es mir doch einfach. Oh, hier liegt auch noch ein bisschen was. Ich befürchte, ich muss diese Ecke da oben abnehmen. Glaub, die nervt mich jetzt schon. Die da oben. Ach, hier ist ja auch noch so viel. Gehen wir mal kurz hoch. Ach nee, warte. Hier ist das Ding, siehst du? Hier war die Palette, die ist noch nicht ganz befreit. Nee. Da müssen wir noch mal ran hier. Da müssen wir noch mal ran.
Ah, sieht doch gut aus. Sehr gut. Könnte man doch vielleicht gleich hier den fetten Durchbruch machen. Hopp, hopp. So, du könntest die doch schon mal rausholen, oder? Richtig. Einfach holen. Und Jodis. Wir eiern mal schnell hier durch. Und tschüss. Schon ist er weg. Wunderbar. Gucken, ob da jetzt Gold dabei war. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal gucken, wo wir das herkriegen. Wenn wir natürlich gleich den Auftrag dann einlösen. Holz, Kerosin, gar nichts von beiden. Das ist doof. Das ist natürlich doof. Also muss da irgendwo noch was sein, auf dem Schiff, in irgendeinem Raum, was wir gar nicht gesehen haben. Oder das heißt wir, ich. Wir werden das schon alles finden, Leute. Wir nehmen das eh alles mit hier bis zum Umfallen. So, komm, fall um. Macht ihr hier Lustiges? Wibbel die Wabbel die Wupp. Na, warum willst du nicht? Hä? Drücke E, um zu heben. Du, ich würde gern. Aber du willst nicht. Na gut, dann nicht. So. Ruff auf Stink. Okay, dann versuchen wir mal die gleiche. Was haben wir denn hier eigentlich? Interessant. Das müsste doch jetzt durch sein, oder? Ja. Komm her. Zack. Die Dinger hier oben. Gehen wir die durch? Ich glaube gar nicht, ne? Okay. Das gehört nachher dazu. Vermutlich. Schauen wir mal. Keine Flüssigkeiten irgendwo dabei. Ist natürlich doof. Hey, ruhig bleiben. Ach so, hier. Komm her. Ich trage zu viel. Jawohl. Was hat es mit diesem Ding hier auf sich? Das scheint wirklich... Ach, schau mal an. Sehr cool. Was nimmst denn du da jetzt mit? Runter vom Kran. Ja, ich komm doch runter, Leute. Zeig mal her. Ach, 15 Kilo Gold haben wir schon von 25. Ah, okay. Das ist ja interessant. Mal gucken, was der jetzt alles mitschleppt. Ach, nur das kleine Ding. Ach so. Okay. Warum wir nur steigen? Und nehmen wir hier alles mit. Zack.
Eisen, 150 Kilo Eisen. Das war ja nicht viel, ne? Der Knaller war es jetzt nicht. Oh ja, okay. Ja, dann versuchen wir gleich das nächste irgendwie zu befreien. Tja, mit dem schnellen Flexi hier ist das schon deutlich angenehmer, wie mit dem, der eine Stufe vorher war. Das war jetzt nicht der Brummer. So. Hier noch ein bisschen. Wir haben soweit alles durch. Jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen hier rumkloppen. Dann müsste das Ding doch schon fast frei sein. Mal her, da noch ein bisschen. Da haben wir das auch gleich weg. Der ist schon frei. Klong. Oh, da haben wir was übersehen. Ja, ich drück's doch erst runter. Ich drück's doch. Bleib's doch ruhig. Flump. Ja, da habt ihr natürlich recht, ne, dass man immer schön voll machen soll, die Kisten. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, ne, dass jedes Mal, wenn du hier so eine Kiste auf das Auto wirfst, dass dann auch genau die Kiste sortiert werden muss. Ist ja eigentlich logisch, ne? Ist der 198. Naja. Die Macht der Gewohnheit, Leute. Entschuldigung. So. Ach, da können wir doch hier auch gleich weiter kloppen. Merch ist doch kein Ding. So. Hier wird alles entnietet heute. Alles. Hier bleibt keine Niete trocken heute. Werde ich dann vermutlich mir wieder ein paar Wege verbauen hier. Naja, egal. Ist ja wurscht. Wo gehobelt wird, ne? Ihr wisst. Na. Du brauchst dich hier nicht wehren. Oh, voilà. Komm. Du noch ein bisschen. Hier gibt es so viel zu schneiden noch. Das haben sie aus einer Form gepresst, das Schiff wahrscheinlich. Irgendwie einen Überblick behalten. Oder war ich schon? Okay. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Es ist natürlich jetzt hier viel Klopparbeit. Ne? Waren 6 auf einen Streich. Boah, das sind ja das ist das Schiff der 1000 Nieten. Das auch noch? Nee. Ach so. Okay. So, hier haben wir soweit alles. Alles entnietet. Hier auch. Ach komm, machen wir gleich weiter hier. Ist doch egal, was kostet die Welt. Nur ein paar Hammerschläge sind wir vom Reichtum entfernt, Leute.
diesem unterbezahlten Job. Und hier diese Türen braucht man gar nicht sprengen. Danke für den Hinweis. Braucht man nur rausarbeiten, die Dinger. Was ja eigentlich auch logisch ist, ne? Aber ich bin halt einer, der sprengt gern. Es muss immer knallen. Sieht man ja auch an den Far Cry 6 Folgen, ne? Schaut mal rein in die Playlist. Extrem lustig, extrem spannend und es knallt immer irgendwas. Oh, Wahnsinn hier. Oh, bist du in Reichweite? Ja, du auch, oder? Ja. Oh. Durch das kleine Loch soll ich, glaube ich, nicht schlagen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wenn wir da hinkommen sollten, irgendwann mal, wenn ich da noch nicht die Lust am Spiel verloren habe, dass wir dieses 2000-Dollar-Schiff holen. Dieses Riesenvieh. Ich glaube, das wird mega interessant. Oh, die eine wollte nicht mit, hast du gesehen hier. Die hat sich geweigert. Das ist der Knaller hier. Hier alles, ja. Da könnten wir doch da unten gleich noch die Dinger weglöten, unten die Verstrebung. Vielleicht passiert dann was Wunderbares hier. Was sind Gänge hier? Wollt ihr auch mal so Hochsee? Seid ihr da interessiert? So Hochseeschifffahrt hier und sowas, ne? Hier so die dicken Containerschiffe. Eine Art stelle ich es mir schon ganz toll vor. Und auf der anderen Art, naja, wenn irgendwas ist, ne, wenn irgendwas passiert. Das Ding kippt um oder was weiß ich. Könnt ihr umkippen, die großen Viecher? Ich habe gar keine Ahnung. Wäre echt mal interessant, ne? Gibt's Videos, klar, wo so ein Tsunami kommt und so ein Kram. Ist aber, wenn du da drauf stehst auf so einem Schiff, da kannst du zu Hause anrufen und sagen, hier, ne, war schön. Bin da mal weg. Leute, das hört nicht auf hier. Jetzt bin ich doch schon unterm eigentlichen Schiff, ja. Wird alles weggenietet heute. Alles. Jede Niete muss hier weichen. Oh, da muss ich vorsichtig sein, wenn ich das Ding hier irgendwie... So, wo sind wir denn hier überhaupt? Schaut's denn hier aus? Hier haben wir ja schon alles. Okay. Hier die Dinger, weißt du, habe ich gemeint. Würde die schon mal wegnehmen. Ist gelöst. Oh, hier hinten steht ja auch noch was. Habe ich das noch gar nicht entdeckt? Eigentlich schon, oder? Ah. Kommt mal zu Papa. Ihr braucht euch nicht verstecken hier. Finde euch trotzdem. Oh, Wahnsinn. Ist ja hier. Schaut ihr das eigentlich zur Entspannung? Das ist diese Hammerschläge, weißt du, die holen euch bestimmt zurück aus dem Alltag, ne? Ihr schön entspannt, ihr gucken, wie der Hammer schwingt und knallt. Und ein Typ irgendwas dazu labert. Oder schaut ihr das zum Einschlafen? Kann ja auch sein, ne? Gibt viele YouTuber, die werden einfach geschaut, weil die so eine entspannte Stimme haben. Mit denen kann man selig schlummern. Oh, was bist du denn hier? Hast du dich da versteckt, du kleiner Teufel? Oh, Leute. Wieder 6 auf einen Streich. Ich befürchte, hier bleibt da nicht mehr viel übrig. Wenn wir da hinten einmal einen anhauen, dann ist durch, ne?
Dann gibt es ja das Feuerwerk. So, wie schaut es denn hier aus? Wollt ihr auch noch weg hier? Die haben wir schon. Oh, was ist denn das für ein Riesending hier? Da gehen wir gleich mit der Lampe durch hier, Leute. Gleich ist es soweit. Ach, okay. Hier sind noch ein paar übrig. Sehr gut. Hier haben wir schon. Hier haben wir auch schon. Auch hier gibt es noch viele. Also wenn man so Nietenfetischist ist, ne, da bist du ja hier. Ne? Bist hier wirklich gut dran in dem Spiel. Ich mag Nieten, ja. Ich mag Nieten, genauso wie Füße. Ja. Das wird doch enden in einem großen Desaster hier. Ich habe doch das Gefühl schon wieder. Ohne Gold. Aber wo ist das Gold drin? In dem Motorblock vielleicht? War das beim letzten Mal auch in dem großen Motor? In der Maschine? Das wüsste. Das schön, den ganzen Tag hier rum zu prügeln. Oh ja, oh ja. das ist wie, wenn du nachts auf der Autobahn fährst, weißt du, und es schneit. Und du bist ganz allein. Und es ist alles ruhig. Nur du, dein Auto und die Straße. Genauso fühlt sich das ja an, ne? Also wenn es kurz still wird, bin ich eingeschlafen, Leute. So. Das sieht nicht schlecht aus, ne? Mal her hier. La 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 la. Plop, 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 plop. Ah ja, das hat er mitgenommen, okay. So ein Spaß für Jung und Alt. Oh. Wie viel haben wir denn schon auf der Uhr? 33 Minuten schon. 33 Minuten prügeln wir hier schon Nieten aus dem Leib. Herrlich, Leute. Ist das nicht schön? Es gibt nichts Schöneres. Seid doch mal ganz ehrlich, oder? Auf jeden Fall schöner wie Nachrichten im Moment. Das ist ja alles nicht schön, was in dieser Welt passiert, oder? Das klang schon deutlich aggressiver jetzt. Hier wegen der Atmosphäre bis Licht ausmachen, weißt du? Und ja, da würde ich sagen, sparen wir uns richtig viel Geld für die große Kiste, ne? Das ganz große Schiff. Vielleicht sind ja bis dahin schon neue dazugekommen. Könnt ihr euch erinnern, ob es die schon vorher gab? Als wir angefangen haben, das zu spielen, weiß das einer? Die, wie heißt die hier? Tuna Colada? Ne, Colada Tuna? Ne, wie? Also ihr wisst schon. Ihr wisst doch, wie das Ding heißt hier. Oh ja, ja. Sehr gut. Weil ich meine, die gab es vorher nicht vor dem ersten Update. Wie hier. Weil das Schiff hier 2000, was da gab es, das war, glaube ich, das einzige große mit komplette. Ne? Und die war ja auch komplett. Die war ja auch komplett. So, haben wir hier noch irgendwo was? Warte mal. Hat noch irgendwo dieses große Teil.
Hier. Bist du ja eine Stunde beschäftigt hier. Oh, nö, doch nicht. Schlong, schlong, schlong. Dann hauen wir da hinten mal drauf. Mal sehen, was hier alles runterknallt. Ich hoffe viel. Das machen wir in dieser Folge auf jeden Fall noch. Gibt's hier? Haben wir noch eine vergessen? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Warum sagt ihr nichts? Sag doch mal, hey, du hast was vergessen. Das höre ich doch. Mensch. Komme ich da gar nicht ran? Oder? Ja, doch. Mit ein bisschen Fantasie kommt man da ran. Wir bleiben hier keine Niete schuldig. Obwohl, hier müssen wir sowieso vorsichtig sein, weil dann ist ja, das ist ja schon das große Teil hier. Schauen wir mal. Geht doch. Sieht doch nicht schlecht aus. Ich trage zu viel, natürlich. Aber das ist kein Problem. Wir haben ja einen LKW. Danke übrigens für den Gewichtshinweis für den LKW, dass der eigentlich unbegrenzt schleppen kann. Ne? Oh, hier, Leute, was ist denn hier los? Was ist da los? Es ist ja gut zu wissen, ne? Aber man will ja zwischendurch auch mal ein bisschen upgraden und so. Deswegen fährt man ja ab und zu mal ein bisschen was weg. So, wie sieht es denn aus hier? Der Yoshi immer noch nicht. Yoshi ist immer noch nicht glücklich. Oh, habe ich was vergessen, siehst du? Und schon ist wieder Mist. Zack. War ja wieder klar. Da. Du kommst mit in meine Tasche. Unten haben wir immer noch die... Oh, ich habe so viel vergessen, Leute. Bin aber so ein vergesslicher Typ. Ja, komm. Nimm's mit. Die nehmen wir hier weg. So. Leute, ich würde sagen, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst ein Like, ein Abo. Weil wir sind schon bei 38 Minuten. Nicht, dass ihr noch Kopfschmerzen kriegt von dem ganzen Entniete hier. Ich räume dabei ein bisschen auf und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn wir... Ja... Alles rausholen, was irgendwie möglich ist. Nur danke fürs Zuschauen und tschüss.